Hallo! Hallo! Wir sind hier das Dollar Bea Küchenteam. Und was machen wir heute? Kochen. Wir haben eine Hello Fresh Box bekommen. Und die testen wir heute. Die Box kam schon vor einigen Tagen. Aber alles war so total schön verpackt, schön gekühlt, damit man das alles irgendwie so richtig aufbewahren konnte. Und heute geht's ans Kochen. Und wir haben eine Menge Futter bekommen. Also ich denke mal, daraus wird über einige Tage eine Familie satt. Und Luzi, wir schauen mal rein, was es gibt. Na, was haben wir denn hier in der Box? Was siehst du alles? Kartoffeln? Wir haben zwei Sorten Kartoffeln hier. Ne? Verschiedene. Und was ist das? Blumenkohl. Brokkoli. Okay. Und dann haben wir nochmal... Paprika. Ja, und... Zwiebel, Zitrone, Bohnen. Mensch, du kennst dich gut aus. Und das ist schwer. Zucchini. Ey, du kennst das alles. Also, eine Menge Frischzeug da drin. Dann haben wir auch noch Fleisch bekommen. Da müssen wir aber jetzt gleich aufpassen. Da müssen wir kreativ beim Kochen sein, weil die Daisy isst mit. Und sie ist Vegetarier. Aber wir essen Fleisch und bei dir essen auch alle Fleisch, oder? Nein, Mama ist so ein bisschen Vegetarier. Ach so, auch ein bisschen Vegetarier. Da müssen wir das so zubereiten. Aber wenn es sein muss, kann sie auch Schwarzfleisch essen. Ja, so Würstchen macht sie nicht so. Ja, wir gucken mal. So, und du hast noch eine Tüte in deinen Händen. Was haben wir denn da? Weißwurst und eine Gewürzmischung. Wir gucken mal, wozu das gehört. Hier sind noch mal einige Konserven. Bohnen. Und nochmal Pizzatomaten. Siehst du, sogar Bio. Weißt du, wir machen manchmal selbst Pizza. Das ist überhaupt auch die Idee von dieser Box, dass die Leute mehr zum Kochen kommen. Weißt du, was das sind? Das sind Rezepte. Wir werden praktisch dieses eine Rezept machen und haben uns aber nochmal aus der Box nochmal zusätzliches Gemüse ausgesucht, damit die Vegetarier auch happy werden. Das Spannendste heute fanden wir diese panierten Hühnchenstückchen, weil das ist eine Panade ohne Ei, fanden wir schon mal ganz interessant. Und das Ganze geht irgendwie mit Brezen und mit süßen Senf. Ist natürlich jetzt zur Oktoberfestzeit auch super spannend. So, im Rezept steht eigentlich Kartoffeln schälen, aber ich finde die Schale bei den Kartoffeln eigentlich total lecker und deswegen werde ich sie jetzt mit einem Spülschwamm so richtig gut durchschrubben. Wir müssen so Scheibchen machen. Siehst du, damit wir sie danach in den Backofen packen können. Ganz toll. Mein Papa will eigentlich gar nicht, dass ich mit scharfen Messern rumwurschtle. Ich bin dafür, dass man Kinder ruhig auch mal mit scharfen Messern hantieren lässt. Schlimmeres wird nicht passieren, als sie sich ein bisschen schneiden. Da gibt es ein Pflasterchen drauf und weiter geht's. Die musst du zerkleinern. Viel Spaß. Einmal mit Mehl. Durch die Milch. Und einbröseln. Also ich finde das total cool, nochmal eine andere Art zu panieren zu entdecken. Ich kannte das nur mit Ei und in der Pfanne. Und das ist einfach cool. Lerne ich gerne dazu. Da kann man immer noch mal Spaß mit Paprikas haben zwischendrin. Und zwar irgendwo so in eine Naht reinschneiden. So, haha. Irgendwann sollte in jedem Haushalt ein paar Zuckeraugen drin sein. Das sind die Königin drin. Ja, das sind die Zähne. So, und jetzt wird gegessen. Wir sind fertig. So, unser Hello Fresh Essen war richtig lecker, richtig gut. Ich bin auch von der Frische der Sachen beeindruckt. Gemüse, Fleisch, alles war wirklich Top-Qualität, hat richtig gut geschmeckt. Und was ich auch noch toll finde, ist, dass mal immer wieder öfters Jamie Oliver Rezepte da drin sind. Das wäre für mich ein Grund, die nächste Box gleich zu bestellen. Hier, Jamie Oliver Rezepte.
Ich finde Jamie total klasse, weil jedes Mal, wenn ich ein Rezept von ihm umgesetzt habe, habe ich auch irgendwie noch einen neuen Trick gelernt. Das heißt, es geht nicht nur ums Rezept, es geht ums Prinzip. Und das ist das, was Spaß macht. Und ich glaube, das bildet auch richtig weit.